Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Und zwar 36 von 100 habe ich jetzt. Dann wollen wir noch mal sehen. Was hat sich denn hier? Da muss sich ja einiges verändert haben. Einen Moment, die Musik ist wohl doch ein klein wenig zu laut. Und dann wollen wir loslegen auf der Startseite. Heute wird es... Oh, der Balken ist trotzdem schon ziemlich voll, aber noch nicht ganz so voll wie gestern. Dann wollen wir mal loslegen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich 10 oder 20 mache. Spielplatz. 5 Sterne natürlich. In Mannheim. Oh, geile Rutsche. Geile Rutsche. Meine Fresse. Aber ich glaube, als kleines Kind würde ich mich nicht darunter trauen. So, Titel. Kulturell und optisch einzigartig. Wollen wir hier mal ein bisschen reinzoomen. Seespielplatz. So heißt der wahrscheinlich auch. Steht jetzt zwar hier nicht, aber würde passen. Okay. Ist eingetragen. Stimmt also zu 100%. Spielplatz. Öffentlichkeit absenden. Nächstes. Eine Beschreibung. Ne, ein neuer Titel. Moment, dann machen wir hier noch den Ort dazu. Fontaine ist nur ein Place Doom. Aha. Fontaine Place Doom Marsch. Okay. Das obere ist fast dasselbe, nur dass der Ort dabei steht. Ja, manchmal ist es schon gut, wenn im Titel auch gleich der Ort dabei steht. Für bestimmte Situationen. Also nehmen wir das. Oh, interessante Skulptur. Das ist auf jeden Fall mal ein Portal. Lernen mit Aussicht. Mit einem R. Okay. Keine Ahnung, aber ich denke nicht, dass es eine Grundschule ist. Also von daher passt es. okay. Was ist das für ein Street View da unten? Der Drachenfels. Titel. Na gut, ist Französisch, ne? Ja, für, nee, Deutsch, Englisch. Two Forms. Ja. Geht so. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Habe ich denn sowas habe ich noch nie gesehen. So. Können wir, ja, können wir. Ist nur, nee, das ist eine Mütze. Aber da. Oder? Doch, das sind die. Da sitzt nur gerade jemand nebendran. Okay. Die sieht man doch bestimmt auf dem Satellitenbild. Bitte euch. Kann doch nicht sein, oder? Nicht wirklich. Baustelle. Sind erst danach entstanden. Nach Januar 2018. Also Ort. Wenige Meter vielleicht. Ich würde sagen 4. Ich bin mir nicht sicher. Wegen dem, das Street View verwirrt mich. Sagen wir mal, das Street View ist da. Das ist dann dieses Aussichtsbild, oder wie? Oh, ist das irgendwie rangezoomt? Lass doch mal weiter rauszoomen hier. Da. Ah, zu dem Zeitpunkt gab es die nämlich noch nicht. Dennoch, der Standort ist da. Okay, ja, okay, wenige Meter. Also 5 Sterne. Okay, das sind dann Skulpturen. Und diese Skulpturen sind in Königswinter. Klingt so nach Game of Thrones. Königswinter. Witzig. Abgelehnt, weil... Unternehmen allgemein. Windows, halt die Fresse. Echt jetzt?
Musste ja jetzt unbedingt sein, ne? Oh, das ist eigentlich cool, aber ich glaube, das ist auch, das ist in Lübeck. Das ist keine Skulptur, das ist eine Firma. Die ist doch bestimmt eingetragen hier, oder? Oh. Daneben ist eine Grundschule. Und was ist hier? Burgator Fahrschule. Ja, aber so wie es aussieht, ist da eine Grundschule und eine Kindergartenstätte. Eine Kindertagesstätte. Nö, das ist zu nah, würde ich sagen, an der Grundschule. Das ist, glaube ich, sogar schon fast das Gelände von der Grundschule. Laut diesem Street View. Ja, ich habe nicht reingezoomt. Meine Fresse. Achso, ich kann. Ach, ich muss gar nicht mit zwei Fingern hier. Da kann man auch das hier einreichen, tatsächlich. Aber kann sein, dass das jedes Mal geändert wird. Zoom mal hier mal rein. Ja, das ist Grundschulgelände. Geht nicht. Das ist Ort, 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 Ort. Schule. Absenden. Ein Stolperstein, auf jeden Fall. In St. Wendel. Moment mal, was ist das hier für ein Stolperstein? Walter H. Kahn. Tja, sorry, das ist ein Duplikat. Wow, so viel habe ich noch nie in einem einzigen Video abgelehnt. Boxfreiraum. Boxfreiraum ist ein geistiger und realer Freiraum. Was ist das bitte für ein Satz? Also, das kann man vielleicht auch anders schreiben. Auf circa 400 Quadratmeter finden Ausstellungen, Diskussionen, Lesungen, Filmvorführungen und Konzerte statt. In Kooperation mit anderen Initiativen wird sich für kulturellen Austausch und vielfältige Begegnungen eingesetzt. Berlin. Das ist ein Portal. Definitiv. So. Der Ort ist eingetragen. Blöderweise ist hier aber der Standort viel zu nah an der Kirche. Projekt Kirche. Wäre schöner, wenn der Standort da ist, wo da wirklich der Freiraum ist. Können wir aber ändern. Also Titel, kulturell, optisch einzigartig. Ja, ist dummerweise aber auch irgendwie abgesperrt manchmal, ne? Also der Standort sollte auf jeden Fall dort sein, wo auch dieses Tor ist, damit man es immer erreichen kann. Schauen wir mal hier rein. Schwierig zu sagen, wo das fotografiert worden ist. Die Ansicht ist fast schon besser. Och, hör doch auf. Das ist doof. Google Maps ist doof. 2008, was für ein altes Bild ist denn das bitte? Ich sehe nicht gut. Aber ich sag mal so, der Standort ist jetzt nicht ultra weit weg, deswegen darf ich trotzdem 5 Sterne dafür geben. Also lasse ich das einfach mal. Vielleicht kann das jemand anders ja verschieben. Oder es wird halt dann doch dort landen, wo es jetzt halt ist. So schlimm ist es dann vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kann man das dort erreichen. Man kann es auch sicher erreichen. Und das ist ein Veranstaltungsort. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Das gibt es nicht. Theater? Ich meine, doch, wenn man es richtig schreibt, dann findet man ein Theater. Und ich sag jetzt einfach, das ist ein Konzertsaal. Scheiß drauf. So, eine Infotafel. Geschädigter Waldboden. Geschädigter Waldboden. Okay, schöne Infotafel, wichtig.
Da gibt es auch andere Tafeln. Ich kann mal kurz gucken. Okay. Das sieht aus wie ein Dieselzweig oder so. Ist also kein Duplikat. Optisch einzigartig. Naja, machen wir mal vier, weil es sind ja schon einige Portale mitten in der Pampa. Standort kann man halt nicht genau sagen. Sicher erreichen, denke ich aber schon. Und Informationen natürlich. Absenden. Nächstes. Oh ja, sehr schöne Kupferskulptur in Rheinfeld. Ich kenne Rheinfelden, aber Rheinfeld war mir jetzt auch neu. Okay. Wo liegt denn das in Deutschland? Bei Lübeck. Alles klar. Okay. Titel habe ich wieder mal nicht ganz so. Kann sein, dass das der korrekte Titel ist, deswegen gebe ich mal 5 Sterne dafür. Kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig finde ich auch, habe ich noch nie gesehen. Steht es dort? Ich glaube, ich könnte das im Schatten wiedererkennen. Deswegen 5 Sterne. Dann noch Skulptur. Und absenden. Nächstes analysieren. Ich schaue aber mal kurz in die Statistik. Okay, dieses ist dann auch vielleicht das letzte. Ich überlege es mir gerade nochmal. Standort. Diesen Standort finde ich besser als mitten auf der Kirche. Und absenden. Na komm, wir machen nochmal 10. Bin ich doch richtig? Ja, bin ich richtig. Ja, auf jeden Fall 5 Sterne für diese Pyramide in St. Wendel mal wieder. Wie sieht's denn da aus? Nebendran steht eigentlich schon, also fast nebendran steht diese interessante Statue. Ich weiß jetzt nicht, welches Material. Da sie nicht komisch braun ist, sage ich mal, nicht Kupfer. Vielleicht eine Eisenstatue. Vielleicht Eisen. Und Titel. Ich will den Titel nicht gelesen. Gedenkpyramide. Ja, ist okay. Falsch ist es auch nicht. Kulturell. Eventuell sogar, naja, historisch nur, wenn man wahrscheinlich die Tafel durchliest. Optisch einzigartig. Ja, finde ich. Hat was. Oh, hier ist auch eine Statue, die ist noch nicht eingereicht. Also sehen kann ich das Ding hier nicht. Warum auch immer. So, jetzt kommen wir mal hier rein. Sehen kann ich es hier immer noch nicht. Jetzt will ich mal sehen. Ah, da war der Standort. Das Street View ist aber weit weg von dem Ort, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, geh raus da. Naja, Standort kann ich nicht bestimmen. Zu viel Schatten auf dem Satelliten. Und das Satellitenbild ist von 2015. Ja, ich bitte euch. Viel zu alt. Ich denke aber, das kann man sehr sicher erreichen. Definitiv. Und ja, ich würde mal sagen, das geht Richtung Denkmal. Fertig aus. Und das nächste kommt hoffentlich bald. Scheint gerade wieder einen Hänger zu haben. Da ist es. Es ist. Das sieht komisch aus. Was ist denn das? Woods in the Cabin. Das sieht ja merkwürdig aus. Das sieht aus wie ein Gebäude und das. Und das. Tor. Die Tür sieht aus, als wäre das, was das dahinter ist. Ist es aber nicht, ist nur ein Bild von einem Baum. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Deswegen gibt es jetzt mal 5 Sterne. Das ist in Enschede in den Niederlanden. Okay. Jetzt kommen wir mal hier kurz rein. Ah, doof, da ist eine Grundschule. Da müssen wir aufpassen. Titel. Ich denke, ja, der passt. Oh, sogar ein Street View. Interessant. Historisch-kulturell. Ich würde sagen,
hat was Künstlerisches. Optisch einzigartig, ja, irgendwie. Vier. So, also, das ist das. Und direkt nebendran ist die Grundschule. Ui, 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 ui. Ich finde, es ist außerhalb des Grundschulgeländes und deswegen sollte es okay sein. Ich sage, das ist eine Skulptur. Ich finde, das ist Kunst. Und gut ist. Oh, cooler Brunnen mit einem goldenen Wasserhahn. Geil. Wieder Frankreich, oder? Ja, das ist Frankreich. Wie weit ist das von Straßburg entfernt? Oh, es ist eher Richtung Luxemburg. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, das ist doch schon ein gutes Stück von Straßburg entfernt. Okay. Ja, das, ja, kein Dupl, also kein Duplikat hätte ich jetzt gesagt, nö. Titel kann ich nicht beurteilen. Ich kann kein Französisch. Kulturell, optisch einzigartig. Oh, da hat sich jemand die Mühe gemacht, vielleicht. Ja, Standort stimmt zu 100%. Man kann es sicher erreichen. Und man muss Fontäne angeben. Hallo, Tastatur. Existierst du? Ja, du existierst. Du funktionierst nur nicht. Fontäne. Und das nächste bitte. Noch ein Brunnen. Ziemlich neu. Ist aber eine Bearbeitung. Ah. Ein neuer Titel. Kleine Brunnenanlage. Brunnen am Schloss Buseck. Dann noch eine entweder ewig lange Beschreibung oder eine einfache Beschreibung Brunnenanlage Buchach von 2016. Und eine Standortverschiebung. Ja, meine Güte, ihr habt's ja echt. Ihr habt ja echt was vor hier. Eppelborn. Tja, Standort. Standort wird schwierig, Leute. Ohne Street View. Hätte eigentlich gesagt, da dürften gar nicht so viele Bäume stehen, wo es hingeschoben werden soll. Also Standort würde ich mich für keinen entscheiden. Ich kann das nicht erkennen. Hätte er gesagt, dass der Brunnen irgendwo hier unten steht, aber naja. Kann man nicht ändern. So, was machen wir denn jetzt hier mit der Beschreibung? Ich kann nicht sehen, ob da ein Schloss ist. Also auf jeden Fall, wenn das da ein Schloss wäre, warum ist der Brunnen dann so weit weg von dem Schloss, ohne dass man dieses Schloss vielleicht hier sieht? Keine Markierung auf Google Maps. Schlecht. Deswegen würde ich mich für das Erste entscheiden. Und da auch für das Erste. Und absenden. Eine Kirche oder zumindest Martin-Luther-Haus, wovon es irgendwie fast in jedem Ort fast eine gibt, aber das ist jetzt nur extrem gesprochen. Oder übertrieben. Das ist ein Herborn. Okay. Zoomen wir mal hier rein. Es gibt hier noch nichts anderes. Markiert ist es leider auf Google Maps nicht. Was schade ist, weil das wäre zumindest einfacher. Titel. Ja. Ist okay.
Historisch-kulturell wahrscheinlich schon. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier gibt es ja auch nichts anderes. Deswegen auch nochmal eine positivere Bewertung. Die Satellitenbilder sind so grottenschlecht. Man kann nichts erkennen. Ja, 3 Sterne natürlich. Total verdrückt hier. Sicher erreichen. Ich denke schon, dass das hier, dass es da auch einen Fußgängerweg gibt. Und tja, religiös. Ja gut, Kirche. Ich denke mal irgendwas mit Pfarrhaus gibt es hier einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt eine Kirche ist oder nicht. Deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. So, mal kurz hier reinschauen. Noch 5. Quartiersmanagement. Aber das ist nur... ja, wie soll ich das nennen? Eine Flagge, die vielleicht nicht immer dort hängen wird. Hasenleiser. Was auch immer das sein soll. Eingang neben dem Geldautomaten der Volksbank. Ja, was ist Quartiersmanagement? Ich würde sagen, Unternehmen allgemein und tschüss. Da kann ja jeder kommen. Oh, interessant. Ein sehr schönes Bild. Landschaftsbild am Eingangstor. Ein schönes Gemälde auf dem Tor an der Hauptstraße Langwehe. In Langwehe. Langerwehe. Das ist der Ort, okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, das Gemälde. Es ist kein Duplikat. Drumherum ist noch nicht viel. Titel ist okay, kulturell, optisch einzigartig. Ja, ich finde es sehr, sehr schön. So, aber zum Standort kann ich leider natürlich nichts erkennen. Das ist ja logisch. Wie denn auch? Sicher erreichen, denke ich schon. Und dann, ja, Gemälde. Ich denke nicht, also aktuell denke ich nicht, dass es privat ist. Zumindest laut dem Bild, aber naja, wer weiß. Kann ich nicht beurteilen. Heiliger Wendelin. Also eine Bearbeitung in St. Wendel. Oh Gott. Ja, da müssen wir mal ein bisschen rauszoomen. Vielleicht kann man das dann ein bisschen besser erkennen. Okay. Also ich hätte gesagt, dann lieber dahin. Aber ich kann mir gut vorstellen, wo es eigentlich hin soll, aber warum? Also... Die Verschiebung macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn, ne? Man kann das nun... Obwohl, es kann natürlich sein, dass die Statue genau dort steht. Genau da. Da ist so ein schwarzer Punkt. Na gut, machen wir das so. Ist ehrlich gesagt nicht besonders einfach. In Street View wäre das einfacher gewesen. Noch 2, also dieses und nächstes. Sieht nach, fast wie aus wie Gengenbach. Schwarzes Tor. Nee, das ist ein Rottweil. Ich glaube, da war ich schon mal. Also, ja, ich war schon 2-mal oder so in Rottweil. Vor allem, als es dort eine Veranstaltung gab. Aber das muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen. Der stand so... So, also, dass das unbedingt verschoben werden muss, ist nicht wirklich einfach, Leute. Das solltet ihr unbedingt nochmal versuchen und das irgendwie ein bisschen koordinierter. Woher soll ich jetzt wissen, wo ich das hinschieben muss? Ich hätte jetzt gesagt, ja, dann dahin, ne? Weil da ist ja das Tor. Definitiv. Sieht man ja. Schaut euch das nochmal genauer an. Das ist nicht so einfach.
Die goldene Mitte. Ich habe einfach die goldene Mitte ausgewählt. Interessantes Wandbild, ja. Leider ohne Umgebung. Einsam auf der Smartphone-Insel. Cooles Bild. In Ensdorf, Deutschland. Okay. Direkt nebendran ist auch schon ein Portal. Witzigerweise auch ein Wandbild von einer Frau, die liest. Okay. Titel ist auf jeden Fall super. Kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig, ja. So. Mitten auf den Schienen. Ah, nicht gut, nicht gut. Kann man das nicht sogar wegen Unsicherheit, Standort oder so? Nicht übereinstimmter Ort, nee. Rettungsdienst, ach so, wenn Rettungsdienste, dann Zugang für Fußgänger. Ja, ich finde, das ist für Fußgänger viel zu gefährlich zu erreichen. Natürlich kann es sein, dass da genau da eine Brücke ist. Aber der Standort ist wirklich sehr ungünstig gesetzt, Leute. Also wenn der wenigstens woanders hingesetzt worden wäre, aber so. So von wegen auf dieser Saarstraße. Also ich tendiere eher zur Ablehnung und Zugang für Fußgänger anzugeben. So. Bürstadt. Ein Brunnen. Der ist sehr, sehr schön. Der ist toll. So. Problem ist nur, das direkt nebendran ist zwar schon ein Portal, ist aber wohl das Rathaus. Okay. Also zumindest ist es kein Duplikat. Titel. Habe ich den Titel schon wieder nicht gelesen? Brunnen mit Figuren. Ja, habe ich nicht gelesen. Und Titel ist okay. Könnte besser sein. Zum Beispiel die Figuren zu benennen. Ich glaube, da ist ein Kranich oder ein Fischreiher drauf. Kulturell auf jeden Fall. Optisch einzigartig. Ja, sagen wir auch 4 Sterne. Und oh ja, ich würde sagen, der Standort stimmt zu 100%, kann man sicher erreichen und das ist natürlich wieder eine Fontäne. Und damit sind wir, soweit ich weiß, am Schluss. Startseite. Und ich habe wieder 1 zu viel gemacht. Schade, dann wird es nächstes Mal einfach 9 geben. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Schauen wir uns kurz die Historie an. Ich muss sagen, gestern war auf jeden Fall ein krasser Tag. Vorgestern natürlich. Wahnsinn! Über 200.000 Bewertungen, aber gestern nur 190.000. Heute wird es wahrscheinlich aber auch so ähnlich ablaufen. Das wird noch interessant. Schauen wir uns noch die Upgrades an. Hat sich da was geändert? Ja, es ist jetzt auf 37 von 100 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte hinterlasst mir wieder eine Rückmeldung in den Kommentaren. Daumen hoch, runter, wie es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.